Herr Klug, Sie sind ja Mainzer. Was haben Sie sich jetzt für Wiesbaden vorgenommen als City Manager? Meine erste Idee ist, die Stadt Wiesbaden jetzt nicht nur von der privaten Seite zu kennen, sondern auch professionell kennenzulernen, als City Manager mit dem Blick eines City Managers auf die existierende Situation in Wiesbaden. Wie stellt sich der Einzelhandel dar? Welche Akteure sind in Wiesbaden am Start? Welche Möglichkeiten gibt es, die ganzen Akteure mit einzubinden, die ganzen Erwartungen zu bündeln und dann zu schauen, welche von diesen Erwartungen kann man kurz-, mittel- oder langfristig realisieren? Wie gut kennen Sie Wiesbaden? Wo sehen Sie Stärken und Schwächen im Wiesbadener Einzelhandel? Ich kenne die Stadt Wiesbaden bisher als Privatnutzer, der natürlich mit seinem professionellen Auge auch mal drauf schaut. Ich schätze die Struktur ähnlich ein wie in der Mainzer Innenstadt. Es ist ein schöner Mix da an Geschäften. Es ist Aufenthaltsqualität schon da, aber das heißt nicht, dass man daran nicht noch was tun kann, nicht noch was verbessern könnte. Meine erste Idee ist es, direkt nach dem Dienstbeginn schon ein bisschen auf Sauberkeit und Sicherheit zu schauen. Und als nächstes könnte man das Leerstandsthema, was immer politisch auch hochgespielt wird, mal in den Fokus nehmen und schauen, was da zu tun ist und an welcher Stelle Bedarf herrscht. Fallen Ihnen beim Thema Sauberkeit und Sicherheit zentrale Plätze in Wiesbaden ein, wo Sie ansetzen könnten? Also im Innenstadtbereich, das sogenannte historische Fünfeck, sage ich jetzt, oder kann ich nicht so ganz direkt einen konkreten Platz nennen. Das muss ich sehen, wenn ich mich bewege in der Stadt, und ich werde mich viel bewegen. Also ich werde jeden Tag draußen sein, ich werde mich sehr viel bewegen und die neuralgischen Stellen werde ich finden und klar identifizieren. Sagen Sie noch mal 5 Sätze zu sich persönlich. Zu mir persönlich? Ich bin Mitte 50, verheiratet, habe 2 Kinder, trinke gerne ein gutes Glas Wein. Es darf einer aus dem Rheingau sein, kann aber auch gerne einer aus meiner Heimat Rheinhessen sein oder ein internationaler Wein. Bin früher viel Motorrad gefahren. Ja, das ist so das Wichtigste, würde ich sagen.